Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Ja, herzlich willkommen, liebes Internet. Wir treffen uns hier heute zum ersten innereuropäischen Treffen der Piraten in Deutschland für die gemeinsame Netzpolitik. Ganz herzlich, unser Stargast des Abends ist Amelia Anderstotter, MDEP, regulär für die Piratpartiet seit dem die Piratenpartei in Schweden, ich glaube, entsprechend 2,9% erreicht hatte im Zuge der Umstellung der europäischen Verfahren, als Gast heute Abend hier zu Gast in Amelias Raum. Wir sollen uns bitte daran gewöhnen, heute Abend sehr langsam und sehr deutlich zu sprechen, damit unsere freiwilligen Übersetzer möglichst schnell und möglichst genau alles übersetzen können. Dazu von den deutschen Abgeordneten oder möglichen, hoffentlich bald Abgeordneten, möchte ich ganz herzlich die Katha oder Katascha oder Katharina begrüßen aus Niedersachsen. Hallo. Dann sehe ich hier aus Berlin den Alexander Morlang. Nein, ich bin mit Halsschmerz im Bett und werde mich nur so nötig wie möglich an der Debatte beteiligen. Dann sehe ich hier aus dem Saarland, glaube ich, den Michael Hilberer, wenn ich das mit dem Hillecrane richtig sehe. Das siehst du richtig. Hallo und einen schönen Abend. Dann von den Leuten, die ich kenne, ziehe ich ihn gerade vor, ist das der nette Netnerd, obendrein als Nebengast noch der Tyler Durden. Das sind beziehungsweise einmal der Daniel Schwert und einmal der Nico Kern von den Piraten aus NRW. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und jetzt frage ich mich gerade, wo sich denn der Patrick versteckt, hinter welchem Nickname hier? Wahrscheinlich hinter PAB, würde ich mal vermuten. Hallo Patrick? Okay, offensichtlich scheint er gerade nicht so gesprächsbereit zu sein. Habe ich jemanden übersehen von den Anwesenden? Ich glaube eigentlich nicht. Und von daher würde ich jetzt ganz gerne innerhalb dieser offenen Runde sicherheitshalber mal an den Markus übergeben, denn ich musste gerade noch rasch den Rechner wechseln, weil mir mein normaler Rechner gerade irgendwie Ärger macht. Okay, ja, auch einen schönen guten Tag von mir. Ich würde noch kurz den Orga-Leuten danken, die das Ganze hier organisiert haben. Das ist Matthias, PR02, Steffen, Patrick, Bernd und ich habe auch ein bisschen was gemacht und würde dann jetzt an die Amelia abgeben, dass sie uns ein kurzes Intro gibt, was sie im EU-Parlament macht und was dort gerade ihre aktuellen netzpolitischen Themen sind. Ja, Amelia. Hallo zusammen, danke für die Einladung. Mein Name ist Amelia und ich sitze für die schwedische Piratenpartei im Europaparlament. Seit 2011 im Dezember bin ich dort tätig. Ich arbeite an Industrie- oder internationalen Handelsthemen. Ich arbeite an Netzthemen und wirtschaftlichen Themen. Ich arbeite an Telekommunikationsregelungen. Wir brauchen Strukturen fürs Internet, für Social Platforms, für Patente und so weiter. Als ich gebeten wurde, hier zu sprechen, Amelia wird jetzt etwas langsamer sprechen, weil ich mit dem Übersetzen nicht hin und her kam. Also meine Hauptarbeit im Parlament ist die Arbeit daran, dass Kommunikation die Basis ist für sämtliche Arbeit. Die Kommunikationsmöglichkeiten werden immer vielfältiger. Und diejenigen, die verantwortlich sind für das Einrichten der Kommunikation, schieben aber gerne oft die Verantwortung dafür auch beiseite. Wir wollen den Einsatz von Glasfaserkabeln verstärken, um die Kommunikation zu beschleunigen. Wir dürfen dabei natürlich die Privatsphäre-Regelungen nicht außer Acht lassen. Wir arbeiten auch an Patentrechten und sonstigen Rechten, um die Kommunikation zu regulieren. Die Regularien auf europäischer Ebene arbeiten immer mehr gegen die freie Kommunikation und da arbeiten wir dagegen. So, und jetzt zu dem, woran ich tatsächlich arbeite. Sie möchte an uns deutsche Piraten die Datenregulierung adressieren. Sie weiß, dass wir daran bereits arbeiten und darüber ist sie sehr glücklich.
Die Verhandlungen gehen jetzt dem Ende zu. Und die aktuellen Vorschläge würden die Datenschutzregularien verstärken. Und wir als deutsche Piraten müssen uns in diese Diskussion stärker einbringen. Für uns als Europaabgeordnete ist es nicht immer leicht zu schauen, was jetzt richtig ist und was nicht. Da steckt viel Detailarbeit dahinter. Wir hoffen, dass wir in Schweden eine breitere Öffentlichkeitsarbeit machen können mit Flyern und so weiter. Und es würde sehr helfen, wenn die deutschen Piraten dabei unterstützen. Amelia hat 123 Artikel zum Datenschutz ins Europaparlament eingebracht und möchte einen Konsens in der Datenverarbeitung erreichen, sodass alle Institutionen, die mit privaten Daten arbeiten, gleiche Richtlinien einhalten müssen. Wenn wir mehr Informationen zu ihrer Arbeit dazu haben möchten, verweist sie auf ihren Blog. Da ist sehr viel nachzulesen und man kann auch mit ihrem Büro in Kontakt treten, um Näheres zu erfahren. Wenn man Einfluss in die Debatte nehmen will, dann kann man das tun und auch gerne daran mitarbeiten. Und je mehr Mitgliederstaaten daran mitarbeiten, umso besser. Ein weiterer Punkt, der wichtig werden wird in den nächsten Jahren auf EU-Ebene, wird das Copyright-Problem sein. Da geht es natürlich um das um die Neuregelung vom Immaterialgüterrecht bzw. geistigem Eigentum. Und es ist wichtig, dass wir darauf hinarbeiten, dass die Menschen in der Lage sind, so miteinander zu kommunizieren, wie sie möchten und sich auch auszutauschen. Auf Europaebene geht alles langsam vonstatten. Wenn dieser Prozess jetzt begonnen wird auf EU-Ebene, wird es 5 bis 10 Jahre dauern, bis etwas umgesetzt wird. Wir müssen diesen Prozess den ganzen Weg lang begleiten. Unser Büro hat erarbeitet, wie wir Barrieren umgehen können, die es den Leuten erschwert, daran mitzuarbeiten. Wir haben Links, wie man an Umfragen teilnehmen kann, die auf meiner Homepage ameliaandersdotter.eu verfügbar sind. Und es gibt auch Anleitungen in PDF-Form. Und so viele Bürger wie möglich müssen daran teilnehmen, damit die EU merkt, dass viele Bürger daran interessiert sind und ein Auge darauf haben. Noch wichtiger ist die Information Society Directive, Übersetzung folgt. Hier geht es auch um die Copyrights in der Informationsgesellschaft. Das war der Grundstein, dass die Piratenpartei in Schweden 2006 gegründet wurde. Darum haben wir in Schweden eine sehr starke historische Bindung zu dieser Initiative bzw. Richtlinie. Da geht es vor allem auch darum, dass jeder Bürger, jeder Lehrer Material zur freien Verfügung hat und auch weiß, wie er mit Copyright-Richtlinien umzugehen hat. Es gibt da einen Commissioner, der für den internen Markt zuständig ist. Der sagt, dass wenn man das Copyright lockert, das Gesetz schwach machen würde. Wir wollen daran arbeiten oder arbeiten darauf hin, dass der nächste Commissioner, der in dieser Position ist, eine andere Position zu dieser Richtlinie einnimmt. Das Gesetz ist nämlich nur stark, wenn es auch von der Öffentlichkeit akzeptiert wird. Was wir jetzt von den deutschen Piraten brauchen, ist, wir brauchen Kontakte, ich brauche Kontakte zu deutschen Piraten, die mitarbeiten wollen, die mein Büro kontaktieren. Wir brauchen das für die tägliche Arbeit und auch für die Arbeit an den Richtlinien. In der Copyright-Reform brauchen wir Ideen, wie wir das so weit wie möglich in das Licht der Öffentlichkeit rücken können. Es können Fragen an mich gerichtet werden, entweder heute in der Diskussion oder auch per Mail. Und
Dabei möchte ich es jetzt auch erstmal belassen, ansonsten verliere ich mich in Details. Und jetzt möchte ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit bedanken. Und ja, jetzt möchte sie an der Debatte teilnehmen. Ja, vielen Dank, Thierdes. Ich hoffe, du rennst jetzt nicht direkt weg. Ganz kurz in dem Zusammenhang, weil bei den genannten Punkten wollte ich jetzt... Oh, sorry, so you can hear me, but no one translated, excuse me? Nein, Grumpy, also sie kriegt es übersetzt und sie kann nicht auf Englisch, auf Deutsch nicht hören. Aber wenn du kurz mit ihr reden willst, dann kannst du auch in den IBS-Raum gehen und auf Englisch mit ihr reden. Okay, Verzeihung. Ich wollte jetzt ganz einfach nur fragen, weil ihre letzte Frage war ja nach dem Motto, hat einer der Anwesenden hier sozusagen spontan für eine der möglichen, also wir sagen nicht Lösungen, aber Hilfestellungen, die wir bieten können, einen konkreten Vorschlag? Ich frage jetzt mal vielleicht Patrick oder Alex oder wie gesagt Daniel, Tyler, Bill Crane. Kannst du deine Frage nochmal wiederholen, bitte? Amelia hatte ja gerade die Frage gestellt, mehr oder weniger, für die anstehende Europawahl oder beziehungsweise schon bis dahin für die Bereiche wie gegen IPRED mit der großen Konsultation, wo sie ja das How-To ausgearbeitet hat. Wie können wir auf EU-Ebene gemeinsam den Schweden oder unseren schwedischen Piraten in Brüssel helfen? Okay, darf ich auf Englisch sprechen? Wenn du auf Englisch sprechen möchtest, dann geh bitte in den Amelias-Raum, dann wirst du auch übersetzt. So, ich werde jetzt Richtung Publikum übersetzen, weil jetzt ist der Patrick runtergegangen. Patrick zersägt uns gerade das Übersetzungskonzept und spricht von einem Parlamentarier, wessen Namen ich leider nicht verstanden habe, Jan, der auch ein Konzept hat zu der gestellten Frage, so von Datenschutz. Es geht um Schutz der privaten Daten, wie IP-Adressen zum Beispiel, die nicht weitergereicht werden sollen ohne entsprechende Hürden. Jetzt geht es um Clean IT. Wo die EU Internetgesellschaften davon überzeugen soll, freiwillig das Internet zu zensieren. Also sollten wir diese Vorhaben bekämpfen, damit die das zu sich zum Besseres ändert. Aber Patrick, da ist da keine gute Hoffnung. Die großen Gefahren, die wir in der Datenregulierungsrichtlinie sehen, ist nicht so sehr, dass IP-Adressen persönliche Daten haben, sondern dass ohne Wissen des Users seine Daten entnommen werden können. Die Richtlinie, die es seit 1995 gibt, soll abgeschwächt werden. Das Projekt Clean IT will sie gar nicht als Fokus ihrer Kampagne ansehen. Clean IT wird von Politikern gerne dazu genutzt, dass sie sagen, Kommunikation ist nicht unser Hauptproblem. Aber Amelia sagt, dass unsere Kommunikation ein sehr politisches Thema ist, weil nur über Kommunikation der Austausch über Politik stattfindet. Facebook zum Beispiel soll nicht darüber entscheiden, wie wir untereinander kommunizieren, wie wir miteinander debattieren. Das kann nicht Aufgabe von Facebook sein. Und es ist sehr wichtig, darüber sich auszutauschen, dass halt eben solche Einrichtungen wie Facebook eben nicht unsere Kommunikation einschränken dürfen. Und wir müssen dafür sorgen, dass
Menschen aus der Nähe ihrer Parlamentsabgeordneten, dieser auch darauf hinweisen, dass wir die Entwicklung beobachten und es kritisch sehen und dass wir unsere Parlamentsabgeordneten, die für uns entscheiden, darauf hinweisen, dass wir nicht damit einverstanden sind, wie manche Regelungen getroffen werden, dass wir nicht bereit sind, Dateneinschränkungen hinzunehmen. Ich habe Amelia um eine Wiederholung gebeten, weil ich nicht ganz mitgekommen bin. Ah, okay, Amelia bittet darum, Leserbriefe zu schreiben an die Zeitungen, damit die Meinungen weiter verteilt werden, dass mehr Menschen halt auch aus den Printmedien lesen können, was wir zu den Datenschutzrichtlinien, zu den Entwürfen meinen. Und dass das ein wichtiges Medium ist, um mit den Politikern und mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Markus, bist du da? Verzeihung, ganz kurze Frage dazwischen. Habe ich gerade technische Probleme oder sind wir gerade alle so still? NetNerd, bist du da? Ich bin da und ich höre dich. Okay, dann bin ich beruhigt. Ich war jetzt gerade ganz irritiert. Wie siehst du das denn dann in dem Zusammenhang gerade auch mit diesen Geschichten wie also der Data Retention, Verzeihung, der Vorratsdatenspeicherung und den gesamten Maßnahmen, die da sozusagen im Laufe der Zeit Zug um Zug dazukommen? Was meinst du jetzt genau? Das ist ja gerade der Punkt, weil es ist ja nicht nur ein einzelnes genaues, sondern es ist ja ein ganz großes, breites Paket, wenn man halt mal gerade schaut, was halt alles ist. Es ist ja nicht nur White IT, wir kennen ja die ganzen einzelnen Bereiche. Wie siehst du das in diesem Fall, wie wir da innereuropäisch noch besser vorankommen können, im Allgemeinen, dass wir die Position der Piraten auf der EU-Ebene sogar zusammen mit den Grünen, wie es Tier das gerade so schön beschrieben hat, auch noch weiter ausbauen können? Das ist eine Herausforderung, weil man so viel ja gar nicht erfährt. Zunächst einmal, denke ich, müssen diese ganzen Dokumente, die sie da anspricht, die sind ja in der Regel nur sehr schwer zu lesen für Normalsterbliche. Die müssen sozusagen in leichte Sprache übersetzt werden und verteilt werden in den einzelnen Ländern, damit man überhaupt weiß, was der Beratungsstand ist, was da letztlich für Schmerzen auf uns zukommen. Weil ich glaube, das ist vielen Leuten gar nicht so klar, was da im Einzelnen diskutiert wird. Zumal, das kommt so von oben, das wird also da eigentlich diskutiert, ohne dass man da so einen einzelnen Einblick hat. Und es wird dann so eine alternativlose Situation geben, wenn man dann praktisch in den Landesgesetzgebungen die Sachen umsetzen muss. Insofern, ich denke, es ist wichtig, dass wir sehr früh halt vorwarnen, wie der Beratungsstand ist und da unseren Finger drauflegen. Und dann kann man durchaus, denke ich, mit den einzelnen Abgeordneten im Europäischen Parlament sprechen, also jetzt hier mit unseren deutschen Abgeordneten sprechen und die darauf aufmerksam machen. Ist ja so, das sind ja nicht nur die Grünen, sondern man kann ja mit allen Parteien, allen Abgeordneten darüber sprechen und sagen, wo man da seine persönlichen Schmerzen sieht. Okay, dann würde ich jetzt ganz gerne mal kurz den Alex fragen, falls er da ist. Ich frage mal ganz kurz gegen. Alex? Ja. Was denkst du denn sozusagen, Amelia sprach ja gerade auch an, wir haben ja nur noch Zeit bis zum 13.03.2013, sozusagen die Leute dazu aufzufordern, gemeinsam mit die iPRED-Geschichte noch mit auszufüllen. Sie hat da ja explizit auch das Manual erwähnt, das How-To sozusagen, was ihr Büro sowohl auf Schwedisch als auch auf Englisch bis dato geschrieben hat, auch mit den PDFs. Wie schaffen wir es, die ganzen Leute da mit reinzuholen? Und zwar die Bürger, nicht nur die Piraten, auch die Bürger. Ja, ich danke für die Frage und beantworte eine andere. Das Interessante an diesen Dokumenten ist, dass ich davon zum Teil auch einige gar nicht kenne. Und mir ich dann die Frage stelle, okay, wie kriegen wir den Informationsfluss
verbessert. Nun hast du an dieser Stelle gerade einen Haufen von Abgeordneten in diesem Mumble und fragst sie, wie man den Bürger erreicht und wie man das den Multiplikator Partei verwendet. Und an der Stelle, sorry, ich bin immer noch halskrank kaputt. Ich denke, da haben wir eigentlich einige Gruppen, die sich ganz, ganz stark und ganz klar zu den Kernthemen der Piraten bekennen. Von denen habe ich da bisher leider noch nichts gehört. Und ich denke, diese Gruppen müssen wir aktivieren, damit die endlich mal aktiv werden. Das ist, mag man als Stichelei interpretieren, ist es auch. Auf der anderen Seite frage ich mich eher an meiner Position, wie kriegen wir die Kommunikation zwischen den Ausschüssen, die die Datenschutzthemen behandeln, also den Ausschussmitgliedern. Wir haben den IT-DOT und den Eurobund Medien als zwei Beispiele in Berlin und dem Büro von Amelia besser. Weil ich kann mir vorstellen, dass es eine ganze Menge gibt, wo man frühzeitig mit Subsidiaritätsrügen und ähnlichen Verfahren arbeiten kann. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass man im Gegensatz zu Dingen, die auf der Bundesebene kommen, wo immer noch klar ist, das kommt von dieser oder von jener Partei, bei Dingen, die von der europäischen Ebene kommen, in einem Landesparlament relativ einfach auch die Koalition mit ins Boot holen kann. Weil das kommt ja dann nicht mehr von der Koalition, sondern das kommt ja von Europa. Und da bekennen sich an tatsächlich fraktionsübergreifend die Kollegen viel gerne dagegen, als das bei Sachen von der Bundesebene ist. Ich möchte kurz deine Rede etwas langsamer zu sprechen. Es ist schwierig zu übersetzen on the fly. Wenn ich das richtig verstehe, kann ich Fragen beantworten? Amelia kann mal unterbrechen, wenn sie will. Okay, ja. Also, die Beziehung zwischen Datenschutz und Datenhaltung, die Datenhaltungsrichtlinie von 2006 hätte von Cecilia Malmström vor einigen Jahren bearbeitet werden sollen. Aber es ist jetzt verschoben auf 2015. Und es ist nicht wirklich in Verbindung mit der Datenschutzvorschrift als eine gesetzgebende Diskussion. Ich bin sehr kritisch, was die schwedische Kommissarin angeht, denn ich glaube, sie hat sehr schwach gehandelt, was diesen Punkt angeht. Und sie hätte die Verantwortung der Evaluation annehmen sollen, die ihr als Kommissarin gegeben war. Wir arbeiten weiterhin daran. Was wir auch tun können, was ihr auch tun könnt, ist die Frage lokal aufzugreifen. Die Datenschutzrichtlinie. Wir haben mehr Politiker, die versuchen, das Problem anzusprechen, was politisch gute Verantwortung ist, betreffend Kommunikationsräume. Wie befähigen wir Gesellschaft miteinander zu kommunizieren? Der Großteil der Gesellschaft spricht, debattiert darüber. Was die Datenschutzvorschriften angeht, es geht auch darum, wie wir uns als Gesellschaft sehen. Es geht nicht nur über Berichte in Dokumente. Es geht auch um uns und die Grenzen, wie wir, in denen unsere Gesellschaft funktionieren soll. Alle Politiker sind dazu bereit, Verantwortung zu übernehmen, denn sie sind gewählt. Aber wenn sie konfrontiert werden mit der Tatsache, dass sie nicht die Verantwortung übernehmen, von der wir wollen, dass sie sie übernehmen. Es gab auch eine Frage, dass Dinge viel zu schnell vom Tisch fallen und ein Mangel an Transparenz. Das Problem mit den europäischen Institutionen ist, dass sie zu viele Dokumente veröffentlichen. Die Maschinerie ist nicht ganz intransparent, aber es ist sehr schwierig, diese ganzen Informationen zu sortieren. Auch für uns im Europäischen Parlament ist es schwer. Ein Teil der eine Arbeitsgruppe am europäischen Kommissar arbeitet
an einem Vorschlag 2 bis 3 Jahre, bevor sie es veröffentlichen. Im Europäischen Parlament haben wir oft nur 6 Monate. Wir haben auch weniger Angestellte. Es ist also schwierig. Manchmal, zum Beispiel beim Datenschutz oder wie wir im Augenblick elektronische Unterschriften diskutieren, in diesen Diskussionen macht es Sinn, sie auf dem europäischen Level zu bearbeiten, nicht auf dem nationalen, weil sonst die Unterschiede, die auf nationalen entstehen, werden gefährlich. Wir können unsere Daten manchmal durch mehr zentralisierte Strukturen besser schützen, denn Daten, die übermittelt werden, sind immer gefährlich, also nicht geschützt. Das How-to für die Konsultation ist auch auf Englisch veröffentlicht worden, in 2 Versionen. Eine davon ist für Bürger, die keine Urheberrechte haben, denn Urheberrechte entstehen automatisch bei Erstellung eines Werkes und es ist unwahrscheinlich, dass jemand nicht Urheber ist. Und deswegen, wenn man als Bürger und Urheber antwortet, wenn man der Kommission antwortet als Urheber, muss man mehr Fragen beantworten, als wenn man als Bürger ohne Urheber zu sein antwortet. Also hat man mehr Möglichkeiten, seinen Gesichtspunkt auszudrücken als normale Bürger. Das kann auch auf Englisch auf meinem Blog gefunden werden. Und wenn es jemand in Deutsch übersetzen möchte, da wäre ich sofort dabei. Ich werde versuchen, Informationen weiter zu verbreiten, was das angeht, auf dem C3 in Hamburg. Jan-Philipp Albrecht wird dort auch über Datenschutz sprechen. Was Deutschland betrifft, mein nächstes Ziel ist, mich nochmal bis zum 27. September mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich denke, es war Alexander Morlang, der die Frage aufbrachte. Ich wollte auch wollte ihn fragen, ob er als Kontaktperson zur Verfügung stellen würde. Es geht um Albrecht. Ich hoffe, dass er als Kontaktperson für die deutschen Piraten für die Albrecht-Konsultation als Kontaktperson zur Verfügung steht. Entschuldigung, ich habe mich verhaspelt. Ich weiß nicht, ob er noch da ist oder ob er uns gerade zuhört. Wenn er gerade nicht da ist, dann würde ich sagen, wir haben auch eine Arbeitsgruppe, die sich zum Thema Urheberrecht Gedanken gemacht hat. Und wir haben einen Beauftragten für Urheberrecht. Und ich würde sagen, dass wir dann diese Person auch mit Amelia in Verbindung setzen. Das ist so mit der Bruno Kramm. Und ich habe ihn schon mal auf die iPad Umfrage hingewiesen und er meinte auch, dass er dort im Januar was machen möchte. Das heißt, ja, da können wir Kontakt herstellen mit Amelia, dass sie dann einen festen Ansprechpartner hat auf Seiten der Piratenpartei dort Deutschland. Ja, und grundsätzlich ist der Simon ganz gut, da er sowohl im Euro, also da im IT-Dot als auch im Eurobund Medien ist. Und damit sowohl mit der Medienpolitik als auch mit der Europapolitik als auch mit den klassischen Datenschutzthemen zu tun hat, werde einfach sein Büro bitten, mit Amelias Büro Kontakt aufzunehmen. Wenn ich ganz kurz darf, ich sehe hier im Raum ist ja auch von den NRW-Abgeordneten der Tyler Durden, der ja für den Bereich Europapolitik zuständig ist, beziehungsweise auch im Europaausschuss sitzt. Tyler, wie siehst du das? Was jetzt konkret?
in dem Fall für Nordrhein-Westfalen zum Beispiel Kontakt direkt zu Amelia aufzubauen, genau für diese Dinge, die sie gerade angesprochen hatte? Ja, immer gerne. Wir sind aktuell in einem anderen Zusammenhang, jetzt nicht was iPRIT angeht, sondern die EU-Datenschutzverordnung, Kontakt mit Ihrem Kollegen Christian Engström. Und insofern spricht er überhaupt nichts gegen, sondern ist natürlich sehr gern gesehen da. Was das andere Thema angeht, können wir auch gerne dann konkret mit Amelia zusammenarbeiten. Und dazu hätte ich auch noch was. Sehr gerne. Also ich meine, ich bin ja auch zuständig bei uns für Europa und Medienpolitik. Das passt von daher gesehen ganz gut. Für uns ist ein großes Problem, dass wir eben die Dinge, die von europäischer Ebene kommen, immer erst relativ spät erhalten, auch auf Landesebene. Das heißt, was für uns super interessant wäre, ist, wenn wir da eine Vernetzung hinkriegen, dass wir die Themen, die aufkommen, nach Möglichkeit schon in dieser prälegislativen Phase kriegen, von Europa runter. Also auch von daher würde ich ganz gern auch über unseren Referenten da einen Kontakt zu Amelias Büro herstellen, dass wir einfach frühzeitig die Sachen schon kriegen. Dann ein anderer Punkt, was sie angesprochen hat. Faden verloren. Gib mir mal noch einen Moment. Was ich gut fand, ist dieses Kommunikationsraum gestalten als politischer Auftrag. Ich denke, das ist was, wo wir nochmal ran müssen und das auch nochmal so klar formulieren. Weil ich sehe uns da aktuell auch eher passiv in der Rolle, da kommt jetzt was Böses und dann sind wir dagegen. Wir definieren jetzt auch nicht gerade direkt aus, das Internet soll so und so sein, dass wir es auch politisch als Informations- und Kommunikationsraum nutzen können. Das ist, glaube ich, eine spannende Geschichte. Jetzt wird ein anderer noch einwerfen, kurz vorhin mal die Überlegung, wie kommen wir denn ran an den Bürger? Der Bürger ist natürlich interessiert, was bedeutet denn jetzt so eine Richtlinie oder eine Verordnung von EU-Seite genau für mich? Also was ändert sich jetzt konkret an meiner Nutzung von Facebook, an meinem privaten Blog? Wie ändert sich die Nachrichtenlandschaft aufgrund von solchen Regulierungen? Und das ist das, was wir rüberbringen müssen. Weil die Leute interessiert natürlich weniger, ob das jetzt eine Deep Package Inspection ist oder was auch immer, sondern die Leute interessiert dann, oh, da kommen bestimmte Daten nicht mehr bei mir an. Das wäre so ein bisschen meine Kerbe, in die ich da schlagen würde. Jedes Gesetz ist sehr detailliert. Denn wir haben Richtlinien, die sehr spezielle Themen behandeln. Es ist vielleicht schwierig für einen Bürger, den Unterschied zwischen deutlichem und nicht so deutlichem Einverständnis ist. Aber ich glaube, was uns vor allem fehlt, ist eine ideologische Unterlinie. Wir haben ziemlich klare Vorstellungen davon, wie unsere Kommunikationsräume aussehen sollen. Das Internet ist ein öffentlicher Raum. So behandeln wir das Internet. Wir zeigen auch ständig, dass wir gerne Privatsphäre haben und unseren Datenfluss kontrollieren möchten. Wenn wir uns ansehen, wie Menschen urheberrechtsgeschütztes Material betrachten, dann ist es klar, dass die Gesetzgebung nicht sich mit der Meinung deckt, was die Menschen haben. Und wir müssen daran arbeiten. Das Problem ist, dass unsere Politiker nicht zugeben können, dass das Problem ist, wie man die Anwendung von politischer Verantwortung für gemeinsame Kommunikationskanäle ist etwas, von dem ich glaube, dass jeder Bürger es leicht verstehen könnte. Und das ist, was wir brauchen. Es ist nicht politische Verantwortung dazu benutzen, um zu kontrollieren, wie unsere Gesellschaft konstruiert wird. Und den Bürgern ist schon klar, wie sie interagieren möchten.
wir verlieren möglicherweise auf diese Art einen sehr potenten Kommunikationsweg. Ja, ganz vielen Dank. Da gebe ich dir auch auf jeden Fall voll und ganz recht. Da habe ich jetzt noch mal eine Frage in die gesamte Runde, auch an Tierdes parallel. Und zwar, inwieweit ist denn dann sozusagen die neue digitale Agenda für Europa, sozusagen Europa 2020? Piraten sagen ja immer gerne, sie denken langfristig. Inwiefern sind die 7 Punkte, die Nelly Kroes vorgestellt hat, jetzt für uns schon relevant? Welche Punkte können wir aufgreifen und als Kultur, als Piraten selber nach vorne bringen oder müssen sie eventuell verhindern? Wo sind denn diese 7 Punkte? Kannst du da mal ein Mikro schicken? Also man will, dass das Internet eine nette Community ist, wo man miteinander handeln kann, wo man sich miteinander austauschen kann, was aber auch reguliert sein soll. Das Problem ist da, die Entwicklung der Gesetze, um die Kommunikation zu regulieren, unter dem Gesichtspunkt, dass Kommunikation auch ein Qualitätsmerkmal der Gesellschaft ist. Wir haben eine ideologische Debatte über Kommunikationstechnologien. Die Technologie muss offen sein, muss für jeden benutzbar sein. Es kommt nicht darauf an, wie viele Gesetze man entwickelt, wenn es in der Gemeinschaft nicht ankommt oder falsch reguliert wird. Patrick, du hattest gerade auch eine Antwort begonnen und hast da netterweise kurz innegehalten. Ja, ich habe nochmal den Link gepostet zu diesen 7 Punkten, die vorgestellt worden sind. Und ich muss im Grunde bestätigen, das, was Amelia sagt, dass da überhaupt nicht in Richtung Freiheit gedacht wird bei diesen 7 Punkten, sondern eher in die gegenteilige Richtung geplant wird, Richtlinie zur Cybersicherheit. EU sollte das weltweit sicherste Online-Umfeld bieten. Also das geht man gar nicht in unsere Richtung. Ich sehe das mehr so als eine Art Internet 1.0. Ne? Shopping soll möglich sein und ein Hinweis darauf, wie viel Leute online sein sollen, damit sie sicher shoppen können. Und das ist mir ein bisschen zu wenig Partizipation im eigentlichen Sinne, sondern das ist mehr, ja, mehr so Fernsehen, der Fernsehgedanke, dass das Netz quasi als One-Way-Kanal dient, um eben Unternehmen zum Beispiel mit dem Bürger zu verbinden und so. Das ist mir also deutlich zu wenig gedacht. Sie haben zwar so ein paar Punkte, wo es um E-Government geht, da drin stehen, aber die anderen Sachen machen mir eher Sorgen, wenn ich da lese, sie wollen, es geht um die Sicherheit, das Urheberrecht muss gestärkt werden und so weiter. Das klingt mir alles nach ein bisschen sehr viel Angst. Gerne auch noch mehr Meinungen. Ich bin heute noch Moderator. Naja, es gibt anscheinend noch eine ganze Menge Leute, die halten das Internet für so eine Art anlaufendes BTX und es soll sich doch endlich wieder wie ein BTX verhalten, sprich klare Anbieternutzerstrukturen, Abrechnungsstrukturen etc. Da steckt natürlich auch eine klare Angst dahinter. Was die Angst angeht, die kann man natürlich nur nehmen, indem wir es selbst nutzen, auch für demokratische Prozesse nutzen und halt auch damit zeigen, ja, das ist nicht nur hier für die ausgeflippten Terroristen und was weiß ich alles, sondern es ist tatsächlich das Medium, das jetzt da ist, es ist das demokratische Medium und das müssen wir immer mal wieder rüberbringen. Ich hätte noch eine Frage an Amelia. Be our guest. Ja, es geht um Folgendes. Die EU legt ja immer so Forschungsrahmenprogramme auf. Das letzte ist das, mit dem das berüchtigte INVECT-Projekt gefördert worden ist. Und aus meiner Sicht, wir haben da auch was in Schleswig-Holstein im Wahlprogramm dazu, muss diese Forschungsförderung für Sicherheitsforschung grundlegend neu organisiert werden. Denn im Moment entscheiden über Fördermittel Gremien, in denen nur Sicherheitsbehörden und Industrie im Grunde und, glaube ich, einzelne Abgeordnete vertreten sind, nicht die Zivilgesellschaft. Und es wird auch keine
Grundrechtsprüfung durchgeführt. So, jetzt ist das Rahmenprogramm bis 2020 aktuell, das nächste. Und die Frage an Emilia ist, ob sich da etwas bessert oder ob so etwas wie Index da wieder möglich wäre. Und da geht es dann um Horizon 2020 und die Projekte dazu. Genau. Im Parlament wurden die Fragen zu Horizon 2020 diskutiert. Es wird Geld locker gemacht für mehr soziale Aspekte von den Kommunikationstechnologien, auch um das Vertrauen zur Bevölkerung aufzubauen. Aber das Problem, das wir sehen, ist, dass in Krisenzeiten viele nicht in Projekte investieren wollen, die Gemeinschaftsprojekte sind. Nachforschungen, wie verschiedene Länder miteinander kommunizieren oder miteinander umgehen. Die Länder machen eher nationale Umfragen, zum Beispiel Belgien und Holland. Und das Budget für diese Umfragen auf EU-Ebene wird beschnitten, wird reduziert. Und es werden mehr Themenfelder in diese Umfragengebiete eingebunden, sodass da noch höhere Kosten auf uns zukommen. Amelia stand dem Horizon 2020 eher kritisch gegenüber. Und das ist eine große anonyme Gemeinde für eine Online-Umfrage. Das Parlament, das EU-Parlament, hat sogar eine konservativere Einstellung, was diese Kommunikation angeht, als die Wirtschaft. Und Amelia ist dafür, dass mehr Schichten der Gesellschaft die Möglichkeit haben müssen, an Kommunikation teilzunehmen. Vielleicht war die Antwort nicht detailliert genug in Ihren Augen, aber das war Ihre Position dazu. Eine Nachfrage, wäre Index wieder möglich? Patrick, bitte nochmal. Amelia? Stell die Frage bitte nochmal. Gil, hat er das so besetzt? Ich sagte gerade, bitte die Frage nochmal stellen. Gil war kurz Entschuldigung, raus. Bitte, bitte die Frage nochmal stellen. Ich habe das Ende nicht gehört. Ja, meine Frage an Amelia ist, nochmal kurz die Nachfrage, wäre Index nach dem neuen Rahmenprogramm wieder möglich, das zu fördern? Diese Entscheidung würde nicht vom Europaparlament gefällt werden. Darauf kann sie nicht antworten. Wenn ich ganz kurz dazu was sagen dürfte, ausnahmsweise nicht als Moderator. Ja. In der französischen Presse ging heute eine Liste von 190 einzelnen Projekten rum, die sozusagen Anschlussprojekte von Gesamtindex sind innerhalb der EU-Ebene, unabhängig von den jeweiligen Ständen. Das fand ich schon sehr irritierend in diesem Zusammenhang. Ja, ich würde dazu noch mal ergänzen wollen, dass es aus meiner Sicht ein bisschen schade ist, dass immer nur Index im Fokus steht, wenn es um diese EU-Forschungsprojekte geht im Bereich innere Sicherheit, die negative Folgen für unsere Privatsphäre haben. Da gibt es zahlreiche andere Projekte, die mindestens, sage ich mal, ungefähr das Datenschutz-Eingriffslevel von Index haben, beispielsweise ADEPT oder andere Projekte, die gezielt Forschung fördern, die sich beispielsweise damit auseinandersetzt, wie ich Menschenmassen unter Kontrolle halte, wie ich in Städten Mobilfunktelefone zuordnen kann, beispielsweise in Situationen wie Demonstrationen. Und das sind alles Sachen, die fallen immer so ein bisschen unter den Tisch. Ich freue mich natürlich, wenn durch Index allgemein dieser Themenbereich in den Fokus gerückt wird. Aber ich würde davor warnen zu sagen, wenn Index bei der nächsten Runde nicht dabei ist, dann wird alles gut werden. Denn eigentlich reden wir hier von mindestens 100 Index. Und da werden auch in der nächsten Runde definitiv wieder welche dabei sein. Also da gibt es einzelne Abgeordnete, die zu dem Thema arbeiten. Es gab auch man konnte an der Konsultation teilnehmen und sich dafür aussprechen, nochmal gegenüber der EU-Kommission, dass man sich wünscht, dass mehr Geld in soziale Prävention oder Sozialforschung allgemein gesteckt wird. Ob das berücksichtigt wird, ist natürlich fraglich. Ich würde es bezweifeln. Vielen Dank, Katha. Ich dachte schon, ich hatte schon die große Sorge, du wärst heute gar nicht mehr hier, weil du freiwillig dich die ganze Zeit so stumm stellst.
Markus, möchtest du die nächste Frage stellen? Genau, also großer Aufruf von Amelia war ja, dass wir dafür sorgen, dass die Konsultationen von möglichst vielen Leuten beantwortet werden. Macht es denn jetzt Sinn, diese Fragen sozusagen, wie wir das früher gemacht haben, mit vielen Online-Umfragen sozusagen zu hijacken und möglichst viele Künstler, möglichst viele Bürger aufzurufen, diese Umfrage auszufüllen von der EU-Kommission? Oder sind diese Fragen, die ja recht einseitig gestellt wurden, sind nicht doch nicht hilfreich, wenn man sie beantwortet? Also in kurz, ist es hilfreich, dass wir die... Ja, yes? Wenn man sich nur auf Index konzentriert, ist es... wenn man sich nur auf Index konzentriert, dann bekämpft man bei Windpocken nur Pocke um Pocke, statt das gesamte Problem zu sehen. Man muss erstmal eine gemeinsam gleichlautende Basis schaffen, wie man mit Telekommunikation umgeht. Man will eher ja die Kommunikation beschränken, anstatt zu fördern, dass wir uns miteinander vernetzen. Und ja, es ist wichtig, dass die Umfragen von so vielen Leuten wie möglich ausgefüllt werden. Antwortvorgaben sind hilfreich. Und gerade für Leute, die vielleicht keinen Hintergrund darin haben, in Copyright und so weiter, denen helfen auch diese Antwortvorgaben, um dem Ganzen mehr Gewicht zu geben. Und wenn man so einen Antwortvorgaben halt erstellt, ist es auch wichtig, das weiterzutragen und die Leute dazu motivieren, daran teilzunehmen. Ja, ich glaube, ich würde zu dem Thema auch noch gerne kurz was anmerken. Und zwar, ich sehe diese ständigen Konsultationen, also ich begrüße sie zwar, dass die EU-Kommission überhaupt Interesse an der Meinung der Bürger hat. Allerdings sehe ich das auch ein bisschen kritisch in der Hinsicht, dass wenn man sich mit Netzpolitik auseinandersetzt, man in jeder Woche mindestens 1-2 Konsultationen hat, die eventuell interessant sein könnten, so. Dann sehe ich die, dann schicke ich die rum, aber ich merke halt auch bei den Menschen in meinem sozialen Umfeld, die sich schon mehr mit Netzpolitik auseinandersetzen als, sage ich mal, der Durchschnitt, dass da die Bereitschaft nicht so hoch ist, sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Und da fragt man sich natürlich, warum ist das so? Und ich denke, ein Problem ist wirklich bei diesen Fragen, dass es meistens komplexe Fragestellungen sind. Und ich habe auch schon erlebt, dass in einzelnen Befragungen wirklich Suggestivfragen waren. Also beispielsweise, als es um Netzneutralität ging, waren da so 1-2 Fragen, die für den, sage ich mal, unbedarften normalen Nutzer vielleicht, ja, also nach einer normalen Frage aussehen. Und dann haben Nichtregierungsorganisationen mal so einen Leitfaden erstellt. Was verbirgt sich hinter dieser Frage, wenn ich jetzt so ankreuze? Okay, das könnte ausgelegt werden, dass ich eigentlich Internetfilter ganz toll finde und möchte, dass vielleicht YouTube irgendwie gebremst wird bei meinem Anbieter. So, und das ist für einen normalen Menschen nicht durchschaubar. Und das ist, finde ich, gefährlich, wenn solche Suggestivfragen möglich sind in solchen Programmen. Und außerdem ist es natürlich schwer, Leute zu animieren, da mitzumachen, wenn man nicht genau weiß, was hinterher dabei rumkommt. Ja? Also wenn ich nicht weiß, ob etwas in Ablage P landet, wenn es dem gewünschten Ergebnis der Kommission vielleicht nicht entspricht, dann ist natürlich die Bereitschaft, daran teilzunehmen, relativ gering, sage ich mal. Und was wir eigentlich bräuchten, wäre, glaube ich, mehr öffentlicher Druck. Und ich höre mich gerade irgendwie selbst als Echo. Ich weiß nicht, ob das ein technisches Problem ist. Ist jetzt erledigt, Katha. Ah, okay, gut. Also ich wollte noch mal ergänzen, was wir eigentlich auch ein bisschen brauchen, ist ein europäisches Frühwarnsystem. EDRI ist so ein Frühwarnsystem. Das ist eine EU-Datenschutz-Dachverband, sage ich mal, wo sich unterschiedliche Nichtregierungsorganisationen zusammengeschlossen haben. Und die haben sich vorgenommen, immer so ein bisschen drauf zu gucken, was auf EU-Ebene gerade ansteht und dann auch überparteilich oder unparteilich Leute zu mobilisieren.
Und ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass Politiker, egal in welchem Parlament, ob das jetzt Bundesebene, EU-Ebene oder auch Landesebene ist, weil da auch viel Mist passiert derzeit. Ja, gerne. Amelia unterbricht gerade. Also Amelia mag eigentlich in Brüssel die Digital Rights Richtlinie. Entschuldigung. Okay, also wir als Piratenpartei übernehmen Verantwortung für die Telekommunikation, für die Internetkommunikation. Und es ist natürlich eine gute Idee, wenn wir daran arbeiten, in die Parlamente zu kommen, weil wir die fachliche Qualifikation haben, daran mitzuarbeiten. Wir sind diejenigen, die Richtlinien setzen können, um Telekommunikationsrichtlinien zu erarbeiten. Ja, also ich glaube, also ich gebe dir definitiv recht, dass wir als Piratenpartei natürlich im Bereich Netzpolitik und Datenschutz eine gewisse Kernkompetenz haben und damit auch selbstbewusst umgehen sollten. Nichtsdestotrotz denke ich aber, dass gerade in solchen Fragen es wichtig ist, auch Mehrheiten politisch zu mobilisieren. Und das kann aus meiner Sicht nur parteiübergreifend oder auch parteiunabhängig passieren, dass man als Partei natürlich versucht, das auch politisch zu pushen, aber gleichzeitig auch mit anderen Parteien zusammenarbeitet, in sachorientiert, in der richtigen Frage. Denn ja, anders kriegt man aus meiner Sicht, glaube ich, auch nicht eine breite Masse der Bevölkerung dazu, sich für einzelne Themen zu engagieren. Also ACTA war ja da ein sehr schönes Beispiel, wo auch, sage ich mal, lokal in Deutschland in jeder Stadt ein anderes Bündnis auf die Straße gegangen ist. Manchmal waren es, also die Piraten waren überall mit dabei, ja, aber es haben sich immer andere Gruppen angeschlossen. Und ich denke, das ist ein Beispiel, wie wir als Initialzünder auch andere Leute mitreißen können oder vor uns hertreiben können. Und Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen ist da, glaube ich, sehr produktiv. Entschuldigung, ganz kurz. Katja, ein Ticken langsamer, bitte, sicherheitshalber, bitte. Ja, ich denke auch, dass wir realistisch sein müssen, was unsere Kapazitäten angeht und deswegen auf jeden Fall Unterstützung aus der Zivilgesellschaft gebrauchen können. Was die politische Arbeit in den Landtagsfraktionen angeht, könnte ich mir vorstellen, dass man sich das so aufteilt untereinander und bei EU-Projekten sich eine Fraktion vielleicht um ein Thema so kümmert. Berlin hat zum Beispiel mit der Datenschutzgrundverordnung angefangen, weil es, glaube ich, nicht sinnvoll und machbar ist, dass alle sich um dieselben Themen kümmern. Also es gibt einen Punkt, was passiert, wenn Bürger Umfragen beantworten und aber nicht wissen, was dahinter steckt. Also solange wir vertreten sind im EU-Parlament, bekommen wir die Ergebnisse mit von solchen Umfragen und können natürlich dann die Ergebnisse auch weiterleiten innerhalb der Piratenpartei. Und wir verfolgen dann auch, was aus diesen Ergebnissen ausgearbeitet wird. Und wir geben die Daten auch auf lokaler Ebene weiter. Und mit eurer Hilfe können wir da eine Art Wertschöpfungskette etablieren, wo dann auch Informationen dann wieder zurückfließen an uns und ins EU-Parlament. Möchte jemand gerade den Faden in Bezug auf 2014, die nächsten anstehenden Europawahlen und Frühwarnsysteme und Kommunikation gerne weiterführen? Ja, ich kann vielleicht kurz unterstreichen, das, was der Patrick ausgeführt hat, dass wir hinsichtlich der Frühwarndokumente, der Subsidiaritätsverfahren auf der Länderebene, also auf der Regionalparlamentsebene, eine Aufgabenteilung hinkriegen sollten, weil wir uns damit Doppelarbeit ersparen und das die einzige Möglichkeit ist, um halbwegs den Überblick zu behalten. Andererseits müssen wir uns aber auch klar darüber sein, dass das eine sehr späte Möglichkeit ist, um in den politischen Prozess
einzugreifen. Und gerade wir als Piraten, als reine Oppositionsparteien in der Regel dort kein wirklich effektives Mittel in der Hand haben, sodass sich auf jeden Fall auch anbietet, oder es erforderlich ist vielmehr, dass wir mit den Abgeordneten im Europaparlament noch enger zusammenarbeiten, um an den Informationsaustausch zu verbessern und dann noch andere Möglichkeiten von politischem Widerstand aufzubauen. Ich würde mich zumindest freuen, wenn wir es hinkriegen, gemeinsam Anträge einzubringen und gemeinsame Pressemitteilungen zu machen mit allen 5 Fraktionen, die wir gerade haben. Also gut, die Europafraktion ist nicht unsere Fraktion, aber es wäre ja schon mal ein erster Schritt. Diese Kritik ist natürlich auch mit Sicherheit angekommen, passt jetzt nicht so richtig zum richtigen, zum heutigen Abend. In diesem Zusammenhang dann eher zurück zur EU-Geschichte. Sehe ich hier gerade mal ganz kurz über ein paar der Pet-Fragen, die hier so rumgeistern. Und in dem gleichen Zusammenhang, denn Amelia hatte ja schon ein paar Mal auf den Lobbyismus auch oder überhaupt den Lobbyismus angesprochen in Brüssel. Ich glaube, niemand von uns wirklich genau weiß, wie hart der Lobbyismus in Brüssel agiert, nicht nur im Parlament, sondern auch im, ja, überall eigentlich. Egal wo man ist, Tirdis, kannst du vielleicht uns hier kurz nahelegen, wie hart der Lobbyismus in Brüssel dich tagtäglich trifft? Schwere Frage über die Lobbyisten. Es kommt immer auf den Fall und auf das Thema drauf an. Ich werde, was die den Datenschutz angeht, als hoffnungsloser Fall angesehen. Und da ich eher mit sozialen Aspekten zu tun habe und nicht so sehr mit der Industrie, bin ich vom Lobbyismus nicht so sehr betroffen. Und die Abgeordneten sind sich durchaus bewusst, dass die Lobbyisten Einzelinteressen der Industrie vertreten. Und wenn man nicht sieht, dass die Öffentlichkeit ein Interesse daran hat, Telekommunikation offen auszuüben übers Internet, dann fühlt man sich dafür auch nicht unbedingt verpflichtet, dieses weiterzuentwickeln seitens der Industrie. Wenn man aber glaubt, dass es der Gesellschaft wichtig ist und dass es halt wichtig ist für die Weiterentwicklung der Gesellschaft, dann muss man es auch kritischer gegenüber den Lobbyisten vertreten. Am Ende des Tages ist es so, dass jeder Parlamentarier, auch ich, gemocht werden möchte. Und wenn man sich gegenseitig hilft, wird man vielleicht gut angesehen. Wenn man sich nicht hilft, wird es oft schnell als Desinteresse ausgelegt oder auch an mangelnden Fähigkeiten, sich miteinander oder auseinanderzusetzen mit anderen Positionen. Wir brauchen lokale Rückbestätigungen an die Abgeordneten, dass das, was sie machen, gut ankommt, dass es wahrgenommen wird. Und daran müssen wir arbeiten. Markus, möchtest du? Frage, ganz kurz. Ja, eine ganz kurze. Ist auch länger. Möglich... Was? Egal, auch länger, Verzeihung. Genau. Viele Konsultationen sind ja jetzt auch für die gesamte Öffentlichkeit zugänglich. Wäre es dann nicht auch sinnvoll, die in den einzelnen Sprachen zu haben? Wie zum Beispiel jetzt die iPred-Konsultation, die jetzt nur auf Englisch verfügbar ist? Wir haben uns nicht darum bemüht, das zu übersetzen. Das Parlament hat das kritisiert, dass es nicht in anderen Sprachen außer Englisch verfügt ist. Letzte Woche gab es eine Pressekonferenz in Straßburg, wo ein Abgeordneter der Liberalen aus den baltischen Ländern
das sehr kritisiert hat, dass es so schwer das erinnert zu lesen mich ist. Persönlich ganz kurz an das Gespräch, was wir in Brüssel hatten, als du, Tirdes, uns gebeten hattest, als Piraten in Deutschland nach Möglichkeit alles das, was EU-Ebene betrifft, auch aus den Landtagen heraus ins Englische zu übersetzen. Würde dies das wirklich helfen? Wäre da eventuell Material dabei, wenn wir sagen, es betrifft EU-Ebene und das würden wir dann sozusagen ganz bewusst ins Englische übersetzen? Wenn man mehrere Dokumente hat, wird es schwierig mit dem Übersetzen, es wird einfach zu viel. Es gibt schon genug zu lesen. Die größte Herausforderung im Zeitalter der Information ist, wie man die Informationsaufnahme begrenzt. Wir müssen uns kurz fassen, vielleicht. Wir werden in den kommenden Monaten elektronische Unterschriften diskutieren. Wenn man da noch detailliertere Informationen hinzufügt, dann wird es schwer, das alles aufzunehmen. Aber ich glaube, Patrick Weil wollte das Gesetz gegen anonyme SIM-Karten in Deutschland kritisieren. Er hat eine Presseerklärung ausgegeben, die mir weitergeleitet wurde. Und es war insofern hilfreich, als dass ich das an weiteren Leuten weiterleiten könnte. Also auch für den Fall, dass es halt größeren Einfluss haben könnte, dass man sollte sich gut überlegen, welche Informationen man von seiner lokalen Ebene aus weitergibt und sich am besten dabei kurz halten. Okay, können wir noch Fragen aus dem Publikum zulassen? So wie ich jetzt gerade das Setup verstanden habe, müsste dann jemand eine Frage hat, die entweder ins Pad schreiben oder hier oben ins Podium hochkommen, weil ihr, glaube ich, aus dem Zuhörerraum nicht sprechen könnt. Vielleicht machen wir im Pad eine Rednerliste, dass wir dann das ein bisschen koordinieren können. Ein Teil der Fragen hatte ich ja ganz bewusst schon mit abgetrackert, aber genau aus diesem Grund. Solange niemand im Pad jetzt sich selber einträgt, weil wir gerade das Thema Lobbyismus hatten, wenn wir Amelia nochmal fragen dürfen, dann in diesem Fall ganz direkt. Wie bist du für ein Lobbyregister in Brüssel? Würde ein Lobbyregister helfen? Das heißt, wer hat wann mit wem wie Kontakt aufgenommen? Das augenblickliche Transparenzregister ist designt, um einfach zu sein. Ich denke, schärfere Reputationsansprüche würden es schwieriger machen, für Organisationen sich dort eintragen zu lassen, denn sie haben nicht so viel Zeit oder Arbeitskräfte, um sich damit zu beschäftigen. Viel einfacher als die Anzahl der Lobbyisten zu begrenzen, wäre, wenn man darauf Sorgen tragen würde, dass die Abgeordneten die Abgeordneten müssen die ideologische Überzeugung haben, dass Kommunikationsräume, die eben so funktionieren, wie Leute sie als funktionierend haben wollen, schafft. Denn die Gesellschaft, wenn wir nicht miteinander kommunizieren können, das wäre vielleicht einfacher zu organisieren, als die ganzen Lobbyisten im Auge zu behalten und zu registrieren. In den Vereinigten Staaten haben sie sehr strenge Regeln zur Registrierung der Lobbyisten, aber trotzdem haben sie dort auch Probleme mit Lobbyismus. So, ich denke, das Problem im politischen Prozess ist nicht, dass sie nicht registriert sind. Okay, also es gibt noch Fragen im Pad. Kurze Gegenfrage von mir. Wie gehen wir mit den englischsprachigen Fragen um? Vorschlag, die englischen Fragen würden wir an Amelia vorlesen. Bräuchte allerdings einen Link. Soll ich jetzt eine Frage vorlesen? Ich habe das nicht mitgekriegt, sorry. Und wenn ja, welche?
Da ist einmal eine Frage auf Englisch aus dem Bereich der Ideologie. Thema Kannst Raten. Du mir die Zahlennummer sagen? Und dann 54. Okay, danke. Das Problem, was mir gerade auffällt, ist, während die Frage nun also auf Englisch Amelia vorgelesen wird, haben wir sie gar nicht auf Deutsch vorliegen. Mit die Situation in den... Er kennt die Situation, in der unsere öffentlich gewählten Vertreter die politische Verantwortung dieser Situation annehmen, zum Beispiel für Menschen aus der Industrie oder andere Institutionen. Wenn unsere öffentlich gewählten Vertreter das bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, was sie tun, die Datenschutzvorschrift ist ein gutes Beispiel für die Anwendung von politischer Verantwortung. Das Industriekomitee des EU-Parlaments sagt, es wird nicht für uns als Gesetzgeber zu entscheiden sein, wann Daten gesammelt werden, warum sie gesammelt werden. Wir haben zurzeit einen Entwurf, der vorschlägt, dass die Verantwortung der Gesetzgebung für diese Situation, und wir müssen uns da auch an unsere konservativen Kollegen wenden, denn es ist nicht angemessen, diese Menge an Kontrolle outzusourcen. Wenn wir uns ansehen, wie politisch die Daten- und Kommunikationskontrolle ist. Wichtigerweise, ich denke nicht, dass wir zum Beispiel ein Manifest brauchen, dass wir sie übernehmen sollten. Okay, Grumpy, siehst du gerade noch was? Irgendwie sehe ich gerade nichts spontan. Ich blätter nochmal durch. EU-Reform weiß ich jetzt nicht. Ist die Piratenpartei wirklich für eine EU-Reform, sozusagen das Parlament zum Machtzentrum auszubauen und die Kommission und den Rat als nachrangig einzuordnen nach dem Parlament? Das können wir eh nicht leisten, würde ich sagen. Verzeihung. Ich glaube, es gab oft diese Forderung, dem EU-Parlament Initiativrecht einzuräumen, also dass das EU-Parlament auch selber einen Gesetzesentwurf initiieren kann und nicht auf die Vorschläge der EU-Kommission warten muss. Aber das ist, glaube ich, ein generelles EU-Thema. Ich weiß nicht, ob es heute hier passt. Aussortiert, das würde sagen, sie kann dazu jetzt sofort was sagen. Ansonsten kann sie wie jeder Pirat agieren und sagen, ich habe da keine Meinung zu. Ich würde dazu gerne etwas sagen. Das Europäische Parlament kann eine zentrale Kraft sein, nicht nur um Rechte auf den Weg zu bringen, sondern auch die Kommission dafür verantwortlich zu halten über die Zeit. Wir müssen uns auf externe Experten verlassen in dem Zyklus der Gesetzgebung. Zum Beispiel eben an dieser Albrecht-Konsultation. Wenn wir eine Kampagne auf den Weg bringen, um dass Bürger besser gehört werden in dieser Konsultation, dann sollten wir uns auch auf dem europäischen Level hinterher mit den Ergebnissen davon beschäftigen. Wir sollten es später dann auch in unsere eigene Arbeit einfließen lassen. Das Parlament hat diese Verantwortung, aber es weiß sie nicht immer zu nutzen. Die Werkzeuge, die dem Parlament zur Verfügung stehen, sollten wir eine Strategie entwickeln, um sie so zu benutzen, wie sie gedacht sind, um die Verantwortlichen auch zur Verantwortung zu ziehen. Und das auch mit dem Verlauf der Zeit strukturiert zu handhaben. Es ist manchmal anstrengend, aber ich denke,
es ist möglich und sicherlich, es ist sicherlich sehr wichtig für die Europäische Union und für die Bewohner und die demokratische Glaubwürdigkeit. Ich würde dazu gerne noch ergänzen, dass sich nicht nur auf in Hinsicht auf Zusammenarbeit oder Verhältnis zwischen Parlament und Kommission in den letzten Jahren einiges verändert hat, um das Demokratiedefizit zu minimieren, das definitiv besteht, sondern auch im Bereich der Mitbestimmungsrechte der Bürger sich einiges getan hat, aber da auch immer noch ein langer Weg bevorsteht, bis man damit aus meiner Sicht zufrieden sein kann. Wir haben seit neuestem die Möglichkeit, eine EU-Bürgerinitiative zu machen, wenn wir das wünschen. Das kann man als Partei, als Einzelperson oder als Organisation machen. Man braucht nur aus mindestens 7 Ländern Unterstützer. Und wenn man dann 1 Million Unterschriften sammelt, das kann man zum Teil auch online machen, dann kann man die Kommission dazu zwingen, auf diesem Weg sich mit einer Frage auseinanderzusetzen. Wir als Piraten setzen uns ja auch für mehr Mitbestimmungsrechte sowohl auf kommunaler, Landes- als auch Bundesebene ein und fordern mehr direkte Demokratie in Form von Bürger- und Volksentscheiden. In dieser Hinsicht ist es natürlich gut, dass es diese Mitbestimmungsmöglichkeit gibt. Aber das ist wieder ein Beispiel. Also sage ich mal, wenn ich die Kommission nur dazu bewegen kann, sich mit einer Frage auseinanderzusetzen, ich aber nicht wirklich weiß, was da passiert, ist da auf jeden Fall, denke ich, auch für die Piraten nochmal viel Potenzial, da mehr Verbindlichkeit für solche Bürgerinitiativen einzufordern. Denn man muss sich ja auch vor Augen halten, dass 1 Million Unterschriften für eine Frage nicht mal ebenso gesammelt sind. Das heißt, eine Organisation oder eine Partei, die das auf sich nimmt, möchte natürlich auch, dass hinterher etwas dabei rumkommt und dass da eine verbindliche Entscheidung am Ende steht. Und ich glaube, das wäre etwas, was wir als Piraten auf europäischer Ebene definitiv in Angriff nehmen können. Dazu vielleicht direkt noch eine Frage an Amelia. Wir diskutieren gerade, ob es Sinn macht, eine Initiative gegen Vorratsdatenspeicherung zu machen auf dem Weg, wie das Katar dargestellt hat. Und wie siehst du, Amelia, die Möglichkeiten außerhalb Deutschlands, die erforderlichen Unterschriften zusammenzubekommen? Wie stark polarisiert Vorratsdatenspeicherung jetzt zum Beispiel bei euch in Schweden? Ich habe keine öffentliche Diskussion über Datenspeicherung in Schweden gehört seit einiger Zeit. Es ist im Deutschen einfach viel mehr im Mittelpunkt als in anderen europäischen Ländern. Ich denke, die Initiative der europäischen Bürger ist vielleicht nicht das angemessene Werkzeug für eine politische Partei. Politische Parteien machen Werte für die Gesellschaft. Sie entwickeln Strategien und Grundsätze für die Gesellschaft. Ich denke, die Bürgerinitiativen waren etwas anders gedacht. Das sollte man im Kopf behalten, bevor man eine Bürgerinitiative startet. Ja, danke für die Einschätzung, Amelia. Es ist in der Tat so, dass in Kreisen der Zivilgesellschaft überlegt wird, eine solche Bürgerinitiative gegen die Vorratsdatenspeicherung zu starten, nicht als Partei. Das sehe ich genauso, dass das nicht sinnvoll wäre. Natürlich kann man es unterstützen als Partei. Wir hatten hier in Schleswig-Holstein zum Beispiel eine Volksinitiative für mehr Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene, die wir als Piratenpartei auch unterstützt haben. Und hat auch funktioniert. Es der wichtigste, eine der wichtigsten Dinge, die ich in Brüssel gelernt habe, ist, schau, wer was tun kann. Und wer ist dazu in der Lage und wer ist nicht dazu in der Lage, etwas zu tun. Und benutze das effizient wie möglich. Was ist also angemessen für eine politische Partei? Frag also niemanden, was etwas zu tun, was er nicht tun kann, aber beteilige dich so, wie es für dich möglich ist, dich daran zu beteiligen.
Darf ich da noch meine Frage aus dem Pad anschließen? Ja. Amelia, die EU will ja endlich der Europäischen Menschenrechtskonvention beitreten. Kannst du uns da noch ein Update über den aktuellen Stand geben? Und wie stehst du zu der Forderung, EU-Bürgern das Recht zu geben, direkt gegen grundrechtsverletzende Richtlinien Beschwerde zum Europäischen Gerichtshof zu erheben? Bei uns heißt das Verfassungsbeschwerde. Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage verstanden habe. Ich weiß nichts über die Menschenrechtsinitiative. Das tut mir leid. Und der Verfassungsgerichtshof auf eurem europäischen Level wäre also der EU-Gerichtshof für Menschenrechte, der nicht zur Europäischen Union gehört. Aber ich denke, man muss sich trotzdem formell an ihre Urteile halten. Man muss sich fundamental an ihre Urteile halten. Sie machen ihre Urteile mehr basierend auf den fundamentalen Rechten der Europäischen Union. Darf ich meine Frage nochmal auf Englisch versuchen? Ja, du müsstest dann aber in den Raum von Amelia gehen. Und bitte entsprechend langsam. Wiederholung. Ganz langsam. Die Frage ist, kannst du uns ein Update geben betreffend den Prozess, die Europäischen Menschenrechtskonvention und die Möglichkeit, sich direkt zu beschweren, wenn man Verstöße dagegen findet, zum Beispiel bei der Vorratsdatenspeicherung. Sie kann nicht direkt angegriffen werden vom Europäischen Gerichtshof, aber vielleicht gibt es andere Möglichkeiten. Patrick wiederholt gerade seine Frage Englisch für Amelia. Ja, sofern das möglich ist, ja. Und wenn es nicht möglich ist, dann würde ich vorschlagen, dass man so eine Option einführt. Aber wenn das eine große Änderung im Rahmenvertrag erfordert, dann kann das sehr schwer machbar sein. Aber grundlegend, ja. Ich glaube, es ist gut, wenn wir Richtlinien aufgrund der Menschenrechte herausfordern können und die Möglichkeit, dass eben so etwas möglich ist, einführen sollten. Danke. Okay, Grumpy, ich glaube, dann haben wir es jetzt auch mit fast 2 Stunden auch schon recht lange durchgehalten. Dann würden wir Amelia, glaube ich, einen herzlichen Dank aussprechen, dass sie hier war und die Fragerunde dann hier schließen. Und wenn noch Interesse besteht, dass man sich vielleicht nochmal zu deutschen Themen unterhalten, wie Staatstrojaner oder Funktionabfrage, dass vielleicht das im Anschluss noch mit den MDLs gemacht werden kann. Finde ich auf jeden Fall eine wunderbare Idee und ich traue mich jetzt gar nicht, kurz noch einmal in Amelias Raum zu gehen und zu sagen, vielen, vielen lieben Dank auf Schwedisch. Und dann mach das doch. Wenn keiner was sagt, nutze ich die Gelegenheit. Der Übersetzungsdienst wurde von Dichter aka Gregory, von Tokio aka Mariana, von Witzeli aka Maren und von meiner Wenigkeit durchgeführt. Ich bedanke mich bei dem Team. Das wurde umgesetzt innerhalb von 48 Stunden und dafür, ich glaube, haben wir das ganz gut hingekriegt. Ich hoffe, dass die Leute im deutschen Raum das genossen haben und schönen Abend noch. Das wäre sozusagen wahrscheinlich der nächste Satz gewesen. In dem Zusammenhang ebenfalls von meiner Seite auch noch einmal Dank an alle bisher Beteiligten. Ich hoffe, alle bleiben da. Und auch vor allen Dingen an die freiwillige Macht der Übersetzer, zwischendurch auch mal sagen zu können, einer EU-Abgeordneten gegenüber, bitte mal kurz innehalten, ich muss noch mal gerade nachfragen. Finde ich traumhaft. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für das Format, auch von meiner Seite ganz toll. Ich finde, wir sollten das wiederholen. Du kannst auch gerne noch hier bleiben. Mache ich auch. Dankeschön, everybody. Wonderful, just wonderful.
Vielen, vielen lieben Dank dir das. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.